Laut Felix Stalder stützt sich die Kultur der Digitalität auf drei Säulen. Die Referenzialität, die Gemeinschaftlichkeit und die Algorithmizität. Wir möchten uns jetzt eine dieser Säulen einmal genauer ansehen. Bei Gemeinschaftlichkeit spricht Felix Stalder von gemeinschaftlichen Formationen. Er meint damit den Zusammenschluss von grundsätzlich gleichberechtigten Personen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Diese Formationen entstehen in einem ganz bestimmten Praxisumfeld und sind geprägt durch informellen, aber auch strukturierten Austausch. Außerdem ermöglichen diese Formationen, neues Wissen und auch neue Formen des Handelns zu erlangen durch die gemeinsame Interpretation der eigenen Praxis. Aber was bedeutet das nun für uns als Lehrkräfte und für das System Schule? Grundsätzlich gilt, eine gemeinschaftliche Formation kann keine einzelne Person sein. Orientierung und auch Handlungsfähigkeit können nur im Austausch mit anderen entstehen, also innerhalb eines größeren Rahmens. Für uns und für das System Schule heißt das, es geht um Zusammenarbeit und in unserem Falle um digitale Zusammenarbeit. Und das führt uns zu folgenden Fragen. Erstens, was bedeutet das für die Kommunikation untereinander? Und zweitens, was bedeutet die Veränderung der Kommunikation für unsere Zusammenarbeit? Für Schulen und Lehrkräfte bedeutet das zunächst einmal, dass Fragen der Standardisierung geklärt werden müssen. Es sollten für alle die gleichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ausstattungsforderungen sind an dieser Stelle erst einmal nebensächlich. Das hat nichts mit der Kultur der Digitalität zu tun. Auch wenn ich mich persönlich fragen muss, was muss ich eigentlich können, um mit digitaler Technik sicher umgehen zu können und sie dann auch sicher im Unterricht einsetzen zu können? Um auch an dieser Stelle Ängste abzubauen, sollten Sie sich die Fragen stellen, welche verlässlichen Strukturen gibt es? Wie werden notwendige Arbeitsabläufe bei Ihnen geregelt? Welchen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt es im Einsatz mit digitaler Technik? Und wie schaffen wir gemeinsame Ressourcen und wie nutzen wir sie? Und dann natürlich zu guter Letzt, welchen Unterstützung gibt es in Bezug auf digitale Technik? Gibt es Tutorials, auf die alle zugreifen können? Gibt es Bedienungsanleitungen? Vielleicht haben Sie auch ein Expertenteam bei sich in der Schule. Wie werden Fortbildungen im Allgemeinen bei Ihnen geregelt? Nachdem Sie die Fragen der Standardisierung geklärt haben, führt es genau sofort zum nächsten Punkt. Nämlich, was bedeutet das für die Kommunikation untereinander? Und dann natürlich, was bedeutet die Veränderung der Kommunikation für unsere Zusammenarbeit? Je größer Ihr System ist, desto wichtiger wird die Frage, wie Sie die digitale Kommunikation untereinander geregelt haben. Treffen Sie gemeinsame Absprachen zur digitalen Kommunikation und regeln Sie, wo Sie Informationen und auch Ressourcen veröffentlichen und allen zugänglich machen. Klären Sie die Frage, wie Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen untereinander austauschen und welche Ziele Sie damit verfolgen. Die gleiche Frage sollten Sie sich dann auch in der Kommunikation mit Ihren Schülerinnen und Schülern stellen und deren Eltern. Damit sich alle an bestimmte Abläufe halten, muss es
eine Vereinheitlichung geben. Vor allen Dingen in der Kommunikation untereinander. Wo kommen denn jetzt nun die relevanten Informationen her? Wo werden sie veröffentlicht? Und oder für alle hinterlegt? Stehen die am schwarzen Brett? Im Lehrerzimmer? Werden die auf der Homepage gehostet? Werden sie per E-Mail verschickt? Die Möglichkeiten sind endlos. Was ich Ihnen als Tipp aber bitte unbedingt mitgeben möchte, ist, vermeiden Sie parallele Strukturen. Letztendlich werden natürlich auf diese Weise neue Verfahren zur Kommunikation und zur Zusammenarbeit etabliert. Und speziell dieser letzte Punkt, das gemeinschaftliche Erstellen, Bewahren und Verändern des Systems, macht die zentrale Rolle der Gemeinschaftlichkeit aus.